Ich habe gedacht, heute machen wir wieder ein ASMR-Video, weil es einfach gut zu dem Rezept auch passt. Und zwar, wir machen ja eins meiner Lieblingssachen, Schokolade und Vanille. Also Brownies mit Vanillestreuseln. Und ich würde sagen, ich sage euch gleich mal die Zutaten für die Streusel. Und zwar, wir nehmen 2 Päckchen Vanillezucker. Ich habe jetzt leider kein richtiges Vanille, sondern Vanillin. Aber das macht nichts. Dann 100 Gramm Mehl, 80 Gramm Butter und 40 Gramm Zucker. Und das war's. Dann geben wir das alles mal in die Schüssel. Dann können wir nämlich mit der Hand gleich das Ganze verarbeiten. Die Butter. So, jetzt habe ich die Streusel einfach nur hier verteilt auf dem Backpapier. Und jetzt kommen die bei 170 Grad im vorgeheizten Ofen für 10 Minuten schon mal rein. Jetzt sage ich euch mal die Zutaten für die Brownies. Und zwar, wir brauchen 30 Gramm Zucker, 60 Gramm Backkakao, dann 90 Gramm Mehl, ein Ei. 35 Gramm flüssige Butter. Und jetzt geben wir als erstes zu der flüssigen Butter den Zucker. Bei mir klebt es hier immer ein bisschen drin, weil ich die gerade wieder habe ausspülen müssen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Milch dazugeben, damit es ein bisschen geschmeidigere Konsistenz gibt.
ich habe mich jetzt für diese eckige Form entschieden. Und da können wir jetzt den Brownie-Teig reingeben. Jetzt können wir den Teig einfach schön verteilen. Und jetzt kommen unsere Streusel noch oben drauf. Jetzt geht das Ganze wieder ab in den Ofen. So sehen unsere Brötchen aus.